Name ist Nadim Sranj, geboren 1937 in Aleppo in Syrien und habe ich Syrien 1956 verlassen, bin ich nach Deutschland gekommen. Habe ich erst Medizin gelernt an den Universitäten Mainz und Erlangen. Dann nach dem Medizinstudium habe ich Philosophie gelernt in der Universität Mainz und Heidelberg. Der Politik, die konventionelle, weltbekannte bis jetzt, war orientiert an den Grundwerten des Gerechten, des Guten und des Wahren und des Moralischen. Und die höchste Stufe der Denkweise in der Politik war die Moral als Grenze. Danach geht darum, hat man sich moralisch richtig verhalten oder nicht moralisch. Das ist zum Beispiel Machiavellismus, wertneutral, der Zweck heiligt die Mittel, ist man morallos, kann man sagen, moralneutral. Und da ist es geblieben. Die Ästhetik war jenseits dieser Denkphase. Die Ästhetik hat man gesagt, eine psychologische Angelegenheit, eine beliebige Angelegenheit. Und das war ein Teil. Diese verschiedenen Interpretationen der Ästhetik heißt nicht, dass man willkürlich das behauptet, sondern ist Bereich der Freiheit, der Entfaltung. Du kannst, das ist die Subjektivität, wie ich das empfinde, aber es ist nicht chaotisch, sondern hat Prinzip. Und ich habe eine Ästhetik entworfen, die wissenschaftlich ist. Das heißt, die Ästhetik war immer eine Geschmackssache und keine wissenschaftliche Disziplin. Und die wissenschaftliche Disziplin hat zwei Grundlagen. Die naturwissenschaftliche, das ist Sinnesphysiologie, und dann Sinnespathologie, das ist die naturwissenschaftliche biologische Grundlage. Die geistwissenschaftliche, die philosophische Grundlage ist die Epistemologie, die Erkenntnistheorie und die Wertlehre. Das sind die vier Grundlagen meiner Ästhetiktheorie. Ich habe beobachtet, dass der gewünschte Kulturdialog sich so verändert in einen Kulturkrieg. Mhm. Kulturkrieg heißt in dem Fall, was wird dann erstrebt? Es wird erstrebt, Symbole, Signale einer großen Kulturnation zu vernichten. Das heißt, ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstwertgefühl zu vernichten. Daher hat man die großen Kulturerben, die großen Städte, die großen Gebäude zerstört, wie in Afghanistan, Bamiyan, in Syrien, Palmyra, in Zerstörung der Museen im Irak, Zerstörung der Ma'lula, Kirchen. Auch muss man sagen, Moscheen auch, heilige Städte. Das heißt auf einmal eine Zerstörung der Geschichte der Nationen. Und das ist auch eine gefährliche Sache, weil
mit dem Begriff Kultur die Identität eines Volkes, das Wertgefühl, dass man ein Mensch ist, dass man gewürdigt wird, dass man anerkannt, respektiert wird. Was behindert diese Zerstörung? Zerstören, dass hier eine Art Kulturkrieg, dass ein Mensch wertlos ist, ein primitiver Kerl wird nicht respektiert, wird vernichtet, was die Amerikaner mit den Indianern, mit den roten Indianern gemacht haben. Und jetzt auch, was schlimm ist, Herr Trump hat angedroht, dass er die persische Kultur zerstören will. Nicht das Volk oder nicht die Atomanlagen, sondern die historischen Städte. Die persische Kultur. Wer dahinten versteckt? Das ist im Grunde genommen die Weltpolitik, die westliche Weltpolitik, aber amerikanische, heißt, sie sind Herrmenschen, wie die Nazi-Herrmenschen sind. Sie sind einzige, die was zeigen, was Geist, was Kultur, was Tradition ist. Alle anderen sind primitive Menschen, die müssen verschwinden. Also die Ästhetik als nicht Schönheit in dem Fall, sondern als Empfindung. Empfindung, wie man fühlt, wie das Fühlen als erste Stufe, also sensomotorische Empfindung. Die zweite Stufe ist die Wahrnehmung und die dritte Bewusstsein. Das heißt, man hat Orientierung, ist etwas, zum Beispiel, hast du richtig empfunden, wahr oder falsch. Oder ist die Orientierung in Raum und Zeit, bist du im Bilde über das, was du machst, oder bist du betrunken? Deswegen kommt der Begriff Ästhetik von Ästhesie, von Empfindung. Das Gegenteil von Anästhesie, der Rausch, die Narkose bei Operationen. Und wir übertragen das auf die Politik, ob der Politiker Veränderungen wahrnimmt oder verschläft. Ist seine Reaktion richtig oder nicht richtig? Also zum Beispiel jetzt physiologisch, das Auge reagiert aufs Licht, das Ohr auf Klang. Jetzt, wie reagiert der Mensch auf die Natur? Zum Beispiel die Naturveränderung, Klimawandel, die Erderwärmung. Herr Trump sagte, wir können Kühlschränke bauen. Das ist nicht geeignete Form. Warum? Weil die Menschen die Natur als Selbstbedienungsladen betrachtet haben und nicht die Selbstständigkeit der Natur, dass wir nicht die Natur erobern, sondern mit der Natur müsste man sich arrangieren. Das ist die Ästhetik, das heißt, betrifft die Wahrnehmung nicht nur des Menschen, sondern der Tiere und der Pflanzen. Also von rein Anthropologie zu Biologie, zur Natur, Verschiebung des Denkens vom Geist zur Natur. Das ist das Ganze. Und die Ästhetik ist eine Lehre, die das bewusst macht, was wir empfinden, nicht nur die Tatsache der Welt, sondern die Schönheit der Welt. Und die Schönheit der Welt kann man nur mit Frieden, mit Pflege machen und nicht mit zerstörerischen Kriegen. Und deswegen hat angefangen mit der Zerstörung der Weltkulturerben, zum Beispiel Palmyra, Bamiyan in Afghanistan, Zerstörung der Moschees, Zerstörung der Kirchen, Zerstörung der Museen. Das heißt, man hat damit, jetzt kommt die Ästhetik der Politik, ein Palmyra ist Symbol der syrischen Kultur. Symbol der Identität des syrischen Volkes. Wenn man das kaputt macht, hat man das Volk beleidigt. Wie die Amerikaner die Indianerkultur vernichtet haben, machen sie dasselbe auch mit uns. Herr Trump wollte auch die persische Kultur vernichten. Das ist der Kulturkrieg. Das ist der Grund, die Ästhetik hat die Aufgabe, dass die Fehlentwicklung von Kulturdialog in Kulturkrieg, das muss man verhindern. Mit Hilfe der Ästhetik, dass die Verpflichtung, die Natur ist heilig, wie die auch alten Völker betrachten. Das ist der Sinn der Ästhetik, der politischen Ästhetik. Musik.
Das heißt, hier Kultur hat andere Maßstäbe als Wirtschaft. Und die Wissenschaft heißt das in dem Fall, jetzt kommt eine, wir sind in Wien und Wien ist Geburtsstadt der Weltpolitik 1929 oder 1815. Wien war Hauptstadt der großen Weltereignisse, die Konferenzen, Wiener Konferenz 1815 und so. Also Wien hat vieles erlebt und da kann man viel daraus lernen. Und hier, was wichtig ist, der philosophische Wiener Kreis, 1929 haben sie ein Manifest, eine Erklärung über die Weltstruktur und Veränderung oder Entwicklung der Welt durch die Wissenschaft, nicht durch die Ideologie. Was als Ideologie, zum Beispiel 1917, kommunistische Manifest. Karl Popper hat 1934 ein Buch geschrieben, Die Logik der Forschung, und hat gezeigt, dass der Weg der Forschung über Lernprozesse, das heißt Fortschritt durch Fehlschritt, das heißt Trial and Error. Also die Idee Logik der Forschung 1934 hat neue Wege der Forschung empfohlen und Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung, dass man nicht durch Bestätigung Erkenntnisse gewinnt, sondern durch Widerlegung. Das heißt, jetzt alle Gesetze, zum Beispiel alle Schwäne sind weiß, ist ein Gesetz, weil durch Tausende, Millionen, die sind alle weiß. Ja. Und der Mann, ein Mensch kann das nicht überprüfen, indem man 5 Kontinente besucht und kontrolliert. Er muss was machen? Einen einzigen nicht weißen Schwan finden, einen schwarzen Schwan finden, und das hat er gefunden in Österreich, in Australien, dann ist das Gesetz gebrochen. Hat das widerlegt. Daher ist der Weg der Fortschritt durch Widerlegung, nicht durch Bestätigung. Jetzt kommt die Sache, seine politische Theorie. Er hat gesagt, lieber sterben Theorien als Menschen. Und er hat gesagt, sein Liberalismus 1967 hat gesagt, dass der Staat ein notwendiges Übel ist. Da muss man seine Grenzen immer wieder zeigen. Und diese intelligente Philosophie hat Thatcher übernommen, Harold Wilson übernommen und sie haben ihn zum Sir erhoben, zu einer hohen Persönlichkeit. Helmut Schmidt in Deutschland hat seine Theorien übernommen und ein erfolgreicher Politiker. Jetzt kommt die Sache, ein Politiker, der nicht informiert ist, nicht philosophisch begründet ist, ist schwach. Und die Folge der Schwäche in der Politik ist die Korruption. Nicht mehr Geld und mehr Macht. Magistrat Hubert Thunhofer, die Tatsache, dass hier die Politik Österreich aufgrund der großen Korruption eine Sackgasse geraten. Die Sackgasse wurde gesagt, es gibt Korruption, kein Moral und die Moral ist schlecht, also die Sache haben keine Moral und sie ist stehen geblieben. Also ist ein gestoßener Weg, eine Sperre, eine Mauer. Und diese Mauer kann man nicht überwinden. Deswegen, weil wir in unserem System der Politik immer eine Hierarchie haben und die höchste Wertvorstellung ist die Moral, die Ethik. Und es ist stehen geblieben. Manch qualitativer Sprung, Khosrowshahi, ist Überwinden der Rationalität und des Systems der Ästhetik, Ethik in die Ästhetik. Die Ästhetik ist eine Art Überwindung der Grenzen. Das heißt, die Ästhetik hat Faszination, die Ästhetik hat Emotionalität und die wird mit der Vernunft kombiniert und dann atmet man auf.
Und da hat man Fantasie. Zum Beispiel ist einer der Wege, dass nicht nur der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Mensch ist nicht ein Ebenbild Gottes, ein Schwein ist er, der Mensch ist nicht mehr vernünftig, ein dummer Hund, ne? Und hat so viele gemacht, hat die Natur zerstört. Also bitte, der Mensch allein ist das, nicht das Maß aller Dinge, sondern Pflanze und Tiere haben Anrecht auf Leben, weil sie auch Wertvorstellung repräsentieren. Menschenbild ist ein Begriff, was ich von meinem Lehrer gelernt habe, heißt, was ist mir der Mensch wert, was kann ich ihm zumuten? Zumuten. Das heißt, wie ist der Mensch ein Befehlsempfänger, ein bedeutungsloser Gegenstand oder ein Mensch, der wertvoll ist? Mhm. Er trägt Werte, ist nicht nur ein Gegenstand. Was kann ich ihm zumuten? Das heißt, wenn zum Beispiel Diktatoren sagen, jetzt zum Beispiel in Blad Arabi, wir müssen ertragen, wir müssen dulden. Und seit 10, 15 Jahren leiden die Menschen, aber ohne Ende. Das heißt, der mutet den anderen zu viel zu. Der belastet sie sehr, ohne Ende. Deswegen ist der Mensch ihm unwert, unwert. Kein werter Gegenstand. Das ist ja Menschenbild, heißt das. Was mir der Mensch wert ist, was kann ich ihm zumuten? Das sind die zwei Fragen, die man stellen muss. Gewusst ist, dass die Korruption nicht Folge, dass die Leute mehr Macht, mehr Geld haben wollen, sondern haben Orientierungsstörung. Den Zeitgeist verschlafen, sind wie eine Narkose, die Macht, genießen die Macht, sind machtverliebt. Die hängen wie die Affen an die Stühle, die wollen noch mehr haben. Machtsuchtig. Na, ja, machtgeil, wie man schön sagt. Macht geil, muss man das Wort sagen, weil modern ist so besessen. Er hat die Anomalien des Systems erkannt. Er hat Argumente, die sind ja bekannt, dass sie ihre Grenzen hat, dass die Ethik nicht weitergekommen ist, und wir brauchen Ideen, wir brauchen Alternativen, um eine Lösung zu finden. Und dieser Kapitalismus, zum Beispiel die Amerikaner, wollen immer sagen, die Technologie über Biologie, Ökonomie über Ökologie, dass diese Einseitigkeit gebrochen wird, dass die Natur ernst genommen wird. Und die Schönheit ist ein Punkt, wo wir uns einigen können. Ethik und Politik trennt uns. Ach so. Die Ästhetik konvergiert uns. Verhältnis lokal und global hat sich geändert. Die Souveränität der Staaten heißt, dass national entscheiden wir alles, wir machen alles, wir können auf die Welt pfeifen. Jetzt umgekehrt, die Welt pfeift auf dich. Solange die Politiker, auch die Menschen sich nicht für die Welt interessieren, dann kann man nicht sich orientieren. Das Problem ist Orientierung, Bewusstsein von Raum und Zeit, Bewusstseinswandel, hat man Paradigmenwechsel von Geist zur Natur. Und das ist ja nicht mehr Natur missbrauchen, also das heißt Umweltzerstörung.
Aristoteles wurde gefragt, warum Gerechtigkeit notwendig ist, weil sie vernünftig ist. Warum Gerechtigkeit notwendig ist, weil sie vernünftig ist. Was sagen Sie über dieses Thema? Das ist so, die Erklärung der politischen Wirklichkeit in den arabischen Ländern ist bestimmt durch die Philosophie der Griechen, Philosophie der Französischen Revolution, des Sozialismus, Karl Marx und Engels. Diese Denkweise hat sich nicht bewährt. Das ist das Grund des Scheiterns der orientalischen Elite, der arabischen Elite. Mein Philosoph, der mir hilft, die Realität zu verstehen, ist Karl Wittfogel, hat ein Buch geschrieben, die orientalische Despotie und Struktur der hydraulischen Gesellschaften. Hydraulische Gesellschaften heißt das, die Natur bestimmt die Herrschaftsform. Nil und Pharaon. Furat und Pharaon. Nil und Pharaon. Nil und Pharaon. Ja. Dijl und nur Furat. العين في العين حمورابي العين في العين والسن بالسن نعم ف auf deutsch in deutsch die hydraulische Gesellschaft das Wasser der Nil Wasser wird bestimmt von dem Pharaon von dem Herrscher der ist absolute Herrscher in Religion, auf Welt, in Erde und Himmel. Ja. Regiert Erde und Himmel, ist Gott, absoluter Gott. Dasselbe auch mit Hammurabi. Und deswegen, diese Herrschaft ist so totalitär, mit Spionage, mit allem, was so gehört, der Mensch zählt nicht. Und der Wert des Menschen gar nichts. Der Beweis ist Ermordung von Jamal Khashoggi. Das heißt, der lehnt jedes Denken ab. Und diese absolute orientalische Despotie hat er bewiesen. Ne? Und so er hat geglaubt, weil materialistisch, er kann mit seinem Petrodollar das Verbrechen verdecken, das kann er nicht. Jetzt kommt ein neuer Begriff, die Weltästhetik. Der Deutsche ist erschüttert, der Sudanese erschüttert, jeder Lebendige erschüttert die Auflösung seiner Leiche. Das ist ein Verbrechen ohne Gleichen. Und hier kommt der Begriff der Weltästhetik zur Geltung, wird sichtbar. Der Mensch wird als Mensch respektiert. Jamal Khashoggi ist ein friedlicher, lieber Mensch hat sein Leben verloren, weil er eine andere Meinung war. Das ist ein Verbrechen ohne Beispiel. Und die Saudi-Regime hat ihn ausgelöscht. Ausgelöscht, ja. Aufgelöst, kann man sagen. Aufgelöst. Aufgelöst. Aber das ist eine Verletzung des ästhetischen Bewusstseins. Al-Wa'i al-Insani. Al-Wa'i al-Insani. Al-Wa'i al-Sakafi. Al-Wa'i al-Jamali. Al-Wa'i al-Jamali.